Hi, danke, dass du hier reinklickst. Ich bin Theo, logisch unterwegs im Bereich Natur und Spiritualität. Eigentlich wollte ich dir heute dieses Buch vorstellen, hier von Martin Buber, Ich und Du, und habe in der Vorbereitung aber gemerkt, dass es um viel mehr geht, nämlich um was ganz Grundsätzliches. Und zwar den Dialog mit allen Geschöpfen. Eine der Grundannahmen in der Arbeit, die wir tun im Bereich Schöpfungsspiritualität. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Hey, willkommen in Theos Welt. Es geht hier um einfach anders, Glauben und Leben in diesem Bereich von Natur und Spiritualität oder Schöpfung und Spiritualität. Behandeln wir mal diese Natursachen, das ganz Praktische rausgehen, und mal, so wie heute, theologische Hintergründe. Eine der Grundlagen unserer Arbeit im Bereich Schöpfungsspiritualität ist die, dass wir da draußen es nicht mit Objekten zu tun haben, sondern mit Mitgeschöpfen, mit denen wir in Dialog gehen können. Die theologische und philosophische Grundlage dafür hat Martin Buber gelegt in seinem Buch Ich und Du. Deshalb möchte ich im ersten Teil dieses Buch vorstellen und Bubers Philosophie, und im zweiten Teil des Videos werde ich dann erklären, was das mit uns, mit unserer Arbeit Schöpfungsspiritualität zu tun hat. Buber sagt, es gibt zwei Ebenen, auf denen wir reden können. Die eine ist die Ich-Es-Ebene, indem wir über etwas reden. Wir reden zum Beispiel über einen anderen Menschen und sagen, ich habe XY getroffen, sie war so und so angezogen, wir haben uns unterhalten. Dann rede ich über diese Person. Das ist die eine Ebene. Und es gibt eine andere Ebene, dass ich dieser Person gegenüberstehe und dieser Person XY, ich sage, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und ich bin in einer Ich-Du-Beziehung. Diese Ich-Du-Ebene ist die Ebene von Begegnung. Und Buber führt weiter in diesem Buch aus, dass alles wirkliche Leben Begegnung ist. Das ist einer der zentralen Sätze von Bubers ganzer Arbeit. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und die Ich-Es-Ebene ist dann ein Nacherzählen über diese Begegnung, über dieses Leben. Diese zwei Ebenen, die Ich-Es-Ebene und die Ich-Du-Ebene, die gibt es nicht nur in Bezug auf den Umgang mit Menschen untereinander, sondern es gibt sie auch in den anderen Sphären, in denen wir uns bewegen. Unter anderem auch in dem Leben mit der Natur. Buber gibt hier das Beispiel von einem Baum. Und er sagt, ich betrachte einen Baum und beschreibt dann, wie ich ihn aufnehmen kann, wie ich in einer Ich-Es-Beziehung über den Baum nachdenke oder rede. Und dann, zitiere jetzt mal, dann kriegst du auch ein bisschen was von diesem philosophischen Stil mit, in dem er schreibt, es kann aber auch geschehen, aus Willen und Gnade in einem, dass ich, den Baum betrachtend, in die Beziehung zu ihm eingefasst werde. Und nun ist er kein Es mehr. Buber führt da natürlich viel, viel mehr noch aus, wie wir an der Grenze unserer Sprachfähigkeit hängen bleiben, wenn wir mit Naturgeschöpfen kommunizieren, in eine Ich-Du-Beziehung gehen. Und er führt weiter aus, was das mit meinem eigenen Ich macht, wenn ich einem anderen Du gegenüberstehe und dieses Du mich erkennt. Das ist super tiefgründig und sehr komplex und teilweise auch schwierig zu lesen und zu verstehen. Für uns sind zwei Sachen wichtig. Erstens, Buber legt die Grundlage dafür, dass wir sagen können, es ist möglich, mit allen Geschöpfen und allem, was da ist, in eine Ich-Du-Beziehung, in einen Dialog zu gehen. Und zweitens, dieser Satz von ihm, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Für unser Arbeitsfeld Schöpfungsspiritualität bedeutet das auch wiederum zweierlei. Nämlich erstens, dass wir uns das theologisch erarbeiten müssen. Und es gibt in unseren heiligen Schriften Hinweise und Stellen, die das nahelegen, dass da draußen in der Natur viel mehr beseelte Geschöpfe sind, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Das müssen wir deutlich herausarbeiten. Und das Zweite ist, dass wir das praktisch lernen müssen. Ja, wir haben das verlernt, mit den Wesen da draußen, mit den Mitgeschöpfen in Dialog zu gehen. Und weil wir das verlernt haben, müssen wir das von woanders uns wieder reinholen zum Lernen. Ein Beispiel dafür ist die Wildnisschule. Da geht es nicht einfach nur darum, Feuer zu machen und ein Feuer als Objekt zu haben und das Know-how darüber zu haben, sondern gleichzeitig lernst du darüber das Feuerlied.
und bittest das Feuer zu kommen und gehst quasi in eine Ich-Du-Beziehung mit dem Feuer und sagst, liebes Feuer, komm zu mir, ich brauche dich hier. Und damit sind diese zwei Aspekte da, das Praktische und das Spirituelle. Und das Spirituelle kommt über diese Ich-Du-Beziehung. Über all das könnte ich noch lange reden und werde das in den anderen Videos ja auch noch machen. Worum es mir im Grunde genommen geht, ist Folgendes: Als ich am Anfang diesen Weg gegangen bin und immer noch, werde ich ganz viel belächelt, ja, und krieg so Sprüche zu hören, oh, geht ihr nur noch in Wald Indianer spielen? Und ich will mit diesem Buch von Buber einfach darauf hinweisen, dass wir zutiefst philosophische und theologische Grundlagen darüber haben, diese Arbeit so zu machen, dass wir in Dialog gehen, dass wir in Begegnung gehen, dass wir in Kontakt gehen mit der Natur, mit dem Göttlichen. Und das auch zusammenkriegen. Das ist letzten Endes all diese Arbeit von Natur und Spiritualität oder Schöpfungsspiritualität, um die es in diesem Kanal hauptsächlich geht. So, jetzt fast doch so was wie eine kleine Grundsatzpredigt geworden. Ich hoffe, das ist okay für dich. Also, wenn du Lust hast und dich das anspricht, dann abonniere doch diesen Kanal. Dann bekommst du mehr mit von der ganzen Bandbreite dessen, was ich gerade erzählt habe. Und du wirst Teil von Theos Welt. Einfach anders, Glauben leben. Ich freue mich, dich demnächst hier wiederzusehen. Tschüss!